Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und ich habe heute eine Sonderepisode für euch, und zwar den The Goodreads Tag. Das ist ein Tag, der mir aufgefallen ist bei einer YouTuberin, die heißt Lily C. Reads, und die macht sonst eigentlich keine Videos mehr größtenteils, aber bin irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr genau, wegen welchem Buch, ehrlich gesagt, bin ich so auf die drauf gestoßen und habe so ein, zwei Videos dann nochmal angeguckt, unter anderem eben diesen Tag. Und den fand ich irgendwie ganz cool. Der hat 10 verschiedene Fragen. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Goodreads ist eine Webseite, goodreads.com, die auf Englisch ist und wo man verschiedene Bücher in Regale stellen kann. Es gibt Bücherlisten, es gibt eine Art, also so Empfehlungsgeschichten sozusagen. Es gibt auch eine Jahreschallenge, wo man eine bestimmte Anzahl an Büchern sich vornehmen kann zu lesen, und dann sieht man auch relativ gut, während das Jahr läuft, wie gut man im Rennen ist, also ob man sehr, sehr hinterherhinkt oder ob man schon schneller sogar ist. Und ganz zum Schluss des Jahres, ja, kriegt man dann sogar so eine kleine Auswertung mit den Covern irgendwie schick gemacht und so. Und dann steht da noch sowas wie kürzestes Buch in dem Jahr gelesen oder längstes Buch oder so von den Seitenzahlen oder am besten bewertet oder so von dir. Ist eigentlich ganz cool tatsächlich. Und ja, also dieser Jahresreview ist eigentlich immer auch sehr, sehr beliebt, dass der geteilt wird, auf Social Media zum Beispiel, auch von anderen Leserinnen und Lesern. Und ja, ansonsten gibt es da auch Gruppen, es gibt die Möglichkeit, sich mit anderen Leuten zu vernetzen, und dann die Klassiker, also Bewertungssystem, man kann Rezensionen schreiben, man kann es, wie gesagt, in verschiedene Bücherregale stellen, die Bücher, und man kann tatsächlich auch verschiedene Sprachausgaben zum Beispiel ins Regal stellen. Also die gesamten Bewertungen werden zum Beispiel auf ein Buch zusammengefasst, egal ob es jetzt auf Englisch, Italienisch oder Französisch bewertet wurde. Und man muss sich dann so ein bisschen seine beispielsweise deutschsprachige Version raussuchen. Das Ganze gibt es auch als App, hat dann ein bisschen andere Art der Funktionsweise sozusagen, aber geht auch ziemlich gut. Und das nutze ich tatsächlich seit, ich glaube, bisschen über einem Jahr, um quasi, ja, dort meine Bücherregale zu pflegen, weil ich immer weiter unzufrieden wurde, wie Lovely Books, wo ich vorher war, mit so Gruppenaktivitäten und so umgegangen ist. Die haben ja irgendwann die normalen Gruppen geschlossen, und schlussendlich kann man sich da jetzt gar nicht mehr so toll austauschen, wie man es früher mal konnte. Und dann habe ich gedacht, also ich hatte da eine Gruppe, wo ich sehr, sehr aktiv war. Die ist jetzt umgezogen auf den lesegarten.de. Haben wir uns also unsere eigene Domain gebaut sozusagen und sind dort jetzt ein eingeschworenes Team, ohne jetzt auf Fremdwebseiten sozusagen zu sein. Ich bin zwar noch bei Lovely Books angemeldet, aber ich pflege da halt die Regale nicht mehr und bin quasi komplett auf Goodreads umgeschwenkt, weil ich das auch sehr praktisch finde, dass man das über die App dann auch mal unterwegs oder so anpassen kann. Und zum Beispiel, wenn man gerade aktuell Sachen liest, dass man sozusagen anpassen kann, wo man jetzt prozentual zum Beispiel steht oder auch von den Seitenzahlen her. Aber nun zu den Fragen. Frage 1. Was war das letzte Buch, das du als gelesen markiert hast? Das war Tod an der Schlei von Arndt Rüskamp und Chick von Wolfgang Herrndorf. Beide fand ich sehr, sehr gut tatsächlich, und ja, das waren so die letzten beiden, die ich als gelesen markiert habe. Welches Buch liest du gerade? Momentan lese ich Endsinger von J. Christoph und habe als Hörbuch Der Gesang der Flusskrebs von Delia Owens angefangen. Wurde ja jetzt auch verfilmt, möchte ich mir auch sehr, sehr gerne angucken. Allerdings bin ich mir unsicher, ob ich das sozusagen, bevor ich ins Kino gehe, noch schaffe, komplett durchzuhören. Und ich habe gehört, gerade der Schluss ist irgendwie so, ja, mindblowing, also geht ganz schön an die Nieren sozusagen. Und insofern mal gucken, ob ich das schnell genug schaffe. Und der Hintergrund dessen ist, dass meine Festplatte neulich die Grätsche gemacht hat und ich somit ja verschiedene Sachen noch auf dem Handy drauf hatte. Und bevor ich das jetzt das nächste Mal synchronisiere und damit riskiere, quasi die nicht mehr vorhandenen Hörbücher zu verlieren, muss ich jetzt erstmal alles weghören, was auf dem Handy noch drauf ist. Und das ist eben unter anderem Der Gesang der Flusskrebse gewesen. Welches war das letzte Buch, das du mit Want to Read bzw. Möchte ich lesen markiert hast? Das war Verliebt in deine schönsten Seiten von Emily Henry. Das ist die deutsche Ausgabe von Beach Read. Das ist ja jetzt momentan in aller Munde, war auch im richtig tollen Summer Reading Guide von Anne Bogle. Die hatte den Podcast What Should I Read Next. Jedes Jahr eigentlich liest sie sich durch so, so viele Neuerscheinungen, vorab teilweise auch durch, und ja, bringt dann so einen ganz umfangreichen Summer Reading Guide raus. Also was könnte man als nächstes und im Sommer lesen, und hat das dann auch immer so ein bisschen unterteilt, zum Beispiel in die verschiedenen Genres. Und dort ist mir dieses Buch eben, ja, untergekommen, und ich finde es total spannend und würde das sehr, sehr gerne als nächstes lesen. Dann habe ich ein bisschen geschummelt bei der nächsten Antwort sozusagen und habe auch noch mit draufgenommen Among Thieves von MJ Kuhn, denn das war tatsächlich ein Tipp aus dem Lesegarten von einer
befreundeten Leserin. Und sie hat das so toll beschrieben, worum es da geht. Und das ist so ein bisschen so eine sogenannte Heist-Story, also mit so Dieben oder Leuten, die halt so eine bestimmte, so irgendwie so ein Coup durchziehen möchten sozusagen. Und das hört sich wirklich, wirklich gut an. Deswegen, ja, das ist direkt dann auf meiner Wunschliste quasi gelandet. Welches Buch planst du als nächstes zu lesen? Das wären ganz, ganz dick obendrauf Das Reich der Vampire oder auch Aurora Erleuchtet von Jay Kristoff beide. Denn das sind beides Rezensionsexemplare und gerade Das Reich der Vampire ist ja auch ordentlich was dick. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ich da sehr, sehr lange dran sitzen werde. Und ja, ich möchte es natürlich auch nicht ewig spät rezensieren sozusagen. Es ist schon ein paar Wochen her, dass es rausgekommen ist. Deswegen, ja, würde ich da mich eigentlich ganz gerne sehr bald dran setzen. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, ich muss noch was weghören von meinem Handy, bevor ich mit anderen Hörbüchern weiter loslege. Und das wäre jetzt noch Die Zeuginnen von Margaret Atwood. Da hatte ich ja den Report der Markt, also den ersten Band dieser Reihe quasi, im Laufe dieses Jahres gelesen und fand ihn ziemlich krass. Und wollte unbedingt den Nachfolger dann auch lesen, der ist ja deutlich später erschienen. Und ja, bin mal gespannt, was da jetzt noch nachträglich erzählt wurde. Nutzt du die Sternebewertungen? Ja, es gibt ja 5 Sterne und nach diesem System bewerte ich eh schon seit Jahren. Deswegen benutze ich das und habe da jetzt auch kein großes Problem mit, mich auf glatte Schritte zu einigen sozusagen. Weil ja, es ist relativ selten, dass ich irgendwie 4,5 oder 3,5 oder irgendwie sowas bräuchte. Nimmst du an der Jahreschallenge teil? Da hatte ich ja vorhin erzählt, was das ist. Und hier auch muss ich ein klares Ja sagen. Ich habe mir dort für 2022 100 Bücher als Ziel gesetzt und bin auch momentan 6 Bücher vor Plan in Anführungsstrichen. Also der wird so tagesaktuell dann ausgerechnet. Und ja, ich finde, das sieht auch ziemlich cool optisch aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verlasse mich 0,0 auf die Zahlen und Statistiken, die dann da so auftauchen. Da steht dann zum Beispiel, wie viele Seiten man insgesamt gelesen hat und so. Und dazu muss ich sagen, ist die Datenbank echt zu ungenau. Also ich führe ja separat eine Excel-Liste und wenn ich mir da die Seitenzahlen beispielsweise angucke und dann hinterher quasi angucke, was bei Goodreads steht, dann denke ich mir so, nee, das passt irgendwie so nicht. Liegt unter anderem daran, dass teilweise die Sprachvarianten oder die Spracheditionen nicht so ganz von den Seitenzahlen zum Beispiel stimmen oder vom Publishing Date, also Erscheinungsdatum oder so. Das ist manchmal ein bisschen zäh. Ich meine, für eine Übersicht ist es nicht weiter schlimm. Es ist, wie gesagt, grafisch ziemlich cool. Aber für alle harten Zahlen sozusagen, da verlasse ich mich lieber auf meine eigene programmierte Excel-Tabelle. Und ich hatte übrigens 2021 89 Bücher gelesen und 2020 hatte ich 107 geschafft. Und momentan, ne, wie gesagt, dadurch, dass ich mir 100 als Ziel gesetzt habe und auch schon ein bisschen vor Plan bin, könnte ich sehr gut mir vorstellen, dass es tatsächlich auch irgendwo zwischen 100 und 110 circa rauskommen könnte. Davor die Jahre, wo noch nicht so viel Corona auch tatsächlich war, waren wir eher bei so 50, 60 vielleicht mal pro Jahr. Und ja, für mich ist es in dem Sinne auch kein Wettbewerb. Das Einzige, wo es natürlich hilfreich für ist, wenn man super viel liest, ist, dass man dann auch den Stapel ungelesener Bücher schneller reduzieren kann, theoretisch. Sofern man nicht in einen Kaufrausch verfällt, wie ich momentan, und ständig neue Sachen dazu holt. Hast du eine Wunschliste? Ja, habe ich. Und da sind momentan 619 Bücher drauf. Das ist alle möglichen Tipps, die ich so auch vielleicht in Podcast aufschnappe oder wo auch immer, also durch Empfehlungen oder, die hinterlege ich dort und suche sie dann auch in meinen zum Beispiel Bücherhallen-Apps, also so eine Bibliothek-App ist das, oder auch auf Audible und merke sie mir dort dann auch auf eine Art Merkzettel und gucke dann insofern, was es da so alles gibt von den Sachen, die ich mir jetzt neu auf die Wunschliste gepackt habe. Ich kann auch den, meinen Goodreads-Account allgemein mal so ein bisschen verlinken in der Episodenbeschreibung. Welches Buch planst du als nächstes zu kaufen? Da kann ich ganz klar sagen, Carrie Soto is Back von Taylor Jenkins Reid, denn ich hatte erst neulich eine mega tolle Leserunde zu Malibu Rising von derselben Autorin. Und dieselbe Truppe war so, oh, das war so toll und es hat so viel Spaß mit euch allen gemacht. Wollen wir auch das neue Buch von ihr lesen? Und da ich zu dem Ullstein Verlag nicht so einen guten Draht bisher gehabt habe, also einfach kaum Kontakt, wo es eben erscheint, werde ich das nicht als Rezensionsexemplar anfordern können. Deswegen ist das nächste Buch, was ich mir kaufen werde. Und das erscheint, glaube ich, am 1.9. Wer ist dein Lieblingsautor oder deine Lieblingsautorin? Momentan Jay Kristoff, wie man auch an den Antworten auf diese ganzen Fragen hier zum Beispiel sehen kann. Aber allgemein auch Julien Marillier, John Irving, Alan Bradley, Andreas Gruber, Diana Gabaldon, Julie Cohn, Ursula Poznanski und auch Arndt Rüskamp. Bist du in Gruppen eingetreten, ist die letzte Frage. Und da muss ich auch ein Ja sagen, aber erst kürzlich tatsächlich. Und zwar in die Goodreads Librarian Group, weil
dort quasi ehrenamtliche Nutzer Bücher hinzufügen, die man noch nicht findet. Und ich hatte ja neulich Tod an der Schlei gelesen und das war noch nicht aufgeführt. Deswegen habe ich da quasi, da muss man alles Mögliche an Infos denen quasi vorkauen und hinschreiben in einer bestimmten Art und Weise und schwupps, legen sie das dann für einen an. Das ist super nett. Genau. Und das war das, die Gruppe, die einzige, in die ich eingetreten bin, damit ich sozusagen ein von mir vermisstes Buch dort finden kann. Das war der The Goodreads Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurz und knackig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.